heute. Nachdem wir das letzte Mal so ein etwas längeres Video hatten mit dem Modern Horizon Booster, machen wir diesmal wieder ein kurzes. Ich habe nochmal einen Standard Showdown Booster bekommen von War of the Sparks, also ein etwas älteres. Das heißt etwas älter. Das sind, glaube ich, sogar noch aktuellen. Aber man kommt halt aktuell jetzt schon sehr gut da dran. Deswegen habe ich mir gedacht, gönne ich mir mal eins für den Channel. Mal gucken, was da so drin war. Oder ist. Für euch vielleicht ist. Nee, für euch war, für mich ist. So, wir haben Deadeye Tracker 1 Mana 1-1 aus Ixalan. Ist das überhaupt im selben Standard wie Ixalan? Ich weiß es nicht mehr. Es ist aber sehr enttäuschend, dass Ixalan ist. Naja, für 2 Mana tappen kann man 2 Karten aus dem gegnerischen Friedhof exilen. Und danach explort der. Das heißt, man deckt die oberste Karte seines Decks auf und nimmt es auf die Hand, wenn es ein Land ist. Wenn es kein Land ist, kommt hier eine +1/+1 Marke drauf. Ja, und dann kann man es in den Friedhof legen, wenn man möchte. Tempelka, Schockland. Grün-weißes Schockland. Es sind Forests und Plains gleichzeitig. Man kann das Endtappen Spiel bringen, wenn man 2 Leben bezahlt. Das Schwarz-Weiße hätte ich tatsächlich noch gebraucht für mein Modern-Deck. Ja, ist halt ein Schockland. Das ist okay. Oh, hi. Was bist du Hübsches denn? Wow. Okay, das ist ein Simic-Land, wie man hier sieht. Und das ist ultra hart am Glitzern. Das blendet total. Ich kann da gar nicht hingucken. Kann ich euch? Ja, ich kann euch blenden. Mach ich besser nicht. Ja, das ist ein ziemlich Insel-Typ. Du bist hübsch. Vom Ravnica Weekend. Okay. Und Cast Down. Destroy Target Non-Legendary Creature für 2 Mana. Ich glaube, die wird. Aber Dominaria auch. Das ist halt so. Wir haben keine einzige War of the Spark-Karte gekriegt. In einem War of the Spark Standard Showdown. Das ist irgendwie strange. Ja, aber Cast Down wird tatsächlich, glaube ich, ganz cool, auch wenn Non-Legendary aktuell sehr wenig ist. Das Land ist der Shit. Und die anderen beiden ist halt Schockland und ein Deadeye Tracker. Gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksade. Ciao, ciao.